willkommen zu diesem Video. Eigentlich ja 7 Minuten mit Kay, das werde ich heute eventuell gar nicht schaffen. Wie du siehst, wir sind hier, oder ich bin ja gerade alleine, irgendwo im Nirgendwo in Thailand. Und hinter mir ist so ein schicker alter Bus. Also wir sind auf einem Busparkplatz. Ich bin ja schon mal froh, dass wir hierher gekommen sind. So Busfahrten in Thailand sind immer wieder aufregend. Wir sind seit heute Morgen irgendwie unterwegs und waren ewig auf der Fähre und dann jetzt im Bus, keine Ahnung, 1-2 Stunden, ich weiß es, man verliert echt das Zeitgefühl. Und jetzt, wie gesagt, auf dem Busbahnhof, das Warten auf den nächsten Bus, der dann hoffentlich bequemer ist, um dann weiterzufahren nach Bangkok. Die ganze Nacht hindurch, bis wir dann morgen früh in Bangkok ankommen und von dort dann weitergehen. Heute ist Freitag und freitags ist immer das Motto, natürlich sind wir fit. Und momentan habe ich ja dazu aufgerufen, dass ihr mir bitte eine Problemzone schildert. Letzte Woche war es der Bauch und diese Woche sind es die Beine, schlanke, straffe Schenkel. Und ich zeige dir eine Übung, die du dann die nächsten 30 Tage lang jeden Tag, einen Tag Pause darfst du dir gönnen, in deinen Alltag integrierst. Also, heute sind die Beine dran, wir legen gleich mal los. Ich zeige dir zuerst die Modifikation und danach die Version für die Fortgeschrittenen. Und ich würde sagen, wir legen los. Du brauchst nichts, wie du siehst, außer ein bisschen Platz. Kannst du überall machen. Und zwar stellen wir uns hüftbreit hin, richte dich erstmal in deiner Länge auf, aktiviere die Körpermitte. Dann beugst du die Beine ganz leicht, nimmst die Schultern schön nach hinten, Hände auf die Hüfte und dann öffnest du hier rechts und du öffnest links und du siehst meine Knie und meine Zehen, die du nicht siehst, die gehen nach außen, dann gehen wir hier tief. Und dann gehst du links zurück und du gehst rechts zurück. Die Beine bleiben gebeugt, die gehen nie wieder in die Streckung. Du läufst ab sofort nur noch so. Also wir öffnen rechts Außenrotation, links Außenrotation. Du kannst hier schön tief gehen in den Sumo. Geh zurück, Beine gebeugt. Öffnen, öffnen, tief, schließen, schließen. Öffnen, öffnen, tief, schließen, schließen. Du kannst natürlich auch zwischendurch mal mit links anfangen. Oder du machst 7 links. Und 7 rechts. Denn insgesamt wirst du 14 Wiederholungen davon machen. Ja, und immer schön in diese Außenrotation und schön tief gehen. Öffnen, tief, schließen, schließen. Machen wir noch 4. Und schön gerade bleiben. Ja? Also nicht mit dem Oberkörper nach vorne gehen, sondern du bleibst mit dem Oberkörper aufrecht. Jawohl. Und ein letztes Mal. Super, sehr schön. Also, für die Anfänger öffnen, öffnen, tief, schließen, schließen. 14 Wiederholungen Woche 1, 21 Wiederholungen Woche 2, 28 Wiederholungen Woche 3 und 35 Wiederholungen Woche 4. Ganz einfach, steht auch nochmal unter diesem Video. Die etwas fitteren, gleiche Ausgangsposition, alles aufrecht, aber diesmal springen wir in den Sumo und zurück. Beine bleiben gebeugt. Springen, zurück. Springen, zurück. Und atmen. Und schön tief gehen, das ist wichtig. Jawohl, noch 7. Noch 6. 5. Und letztes Mal. Jawohl, das war's schon. Genau das gleiche Prinzip. Woche 1, 14. Woche 2, 21. Woche 3, 28. Und Woche 4, 35. Jeden Tag einen Tag Pause darfst du dir gönnen. Ja, das war's auch schon. Es liegt an dir, diese Übung jetzt in deinen Alltag zu integrieren und mal zu schauen, was mit deinen Schenkeln passiert, mit deinem Po passiert. Und natürlich gerne auch zwischendurch mal zu berichten. Mir bleibt nur übrig, dir einen wunderschönen Tag zu wünschen. Genieße jede Sekunde davon. Ganz viel Erfolg bei der Übung. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Und dann sehen wir uns morgen wieder im nächsten Video. Und ich bin mal gespannt, wo ich dann bin. Vielleicht stehe ich ja immer noch vor diesem Bus, aber ich hoffe es mal nicht. Mach es gut. Ciao. Hier ist Kay.